Gut, dann geht's los. Thema Lüftungskonzepte Teil 2. Wir hatten beim letzten Mal darüber gesprochen oder schon begonnen darüber zu sprechen, hatten uns angeschaut, wie man in so ein Lüftungskonzept reingeht. Wir hatten uns angeschaut, dieses Ablaufschema. Das stammt auch aus der entsprechenden DIN-Norm, die sich damit beschäftigt. Das ist die DIN 1946 Teil 6. Und in dem ersten großen Schritt geht es darum, dass man eine Frage beantworten muss, nämlich ob lüftungstechnische Maßnahmen überhaupt erforderlich sind. Das hatten wir untersucht für das Beispielgebäude. Ich gehe noch mal gerade zur Berechnung. Irgendwann kommt die Berechnung, da ist es. So, und was man dafür tun muss, wir müssen verschiedene Luftvolumenströme ausrechnen. Wir müssen uns erstmal ausrechnen den erforderlichen Wert, den Sollwert. Das war dieser Wert QV, Volumenstrom, Gesamt der Nutzungseinheit zur Feuchteschutzlüftung, FL. Und das Ganze bezog sich oder hing im Prinzip von zwei verschiedenen Werten ab. Das war einmal der Wärmeschutzstandard des Gebäudes und zum anderen von der Nutzfläche ANE, Nutzfläche der Wohnungseinheit, der Nutzungseinheit, die ich mir da anschaue. Da möchte ich nochmal einen Hinweis loswerden. Das war auch ein bisschen der Grund für den Widerspruch zum Programm. Da hatten wir uns ja auch schon mal was angeschaut. Wichtig ist hier, dass Sie die Nutzfläche dass Sie da die Nutzfläche einsetzen ab EG nach oben. Ja, also nur der Teil, der oberhalb des Kellers liegt, wird da bei der Nutzfläche eingesetzt. Für den Keller gelten eigene Regeln. Da hatte ich ganz am Anfang letztes Mal gesagt, das gucken wir uns noch an, Lüftungskonzepte für Kellerräume. Aber hier, wie gesagt, das, was wir uns heute auch anschauen, bezieht sich auf die Nutzfläche oberhalb des Kellergeschosses. So, dann hatten wir uns das ausgerechnet mit knapp 30 Kubikmeter pro Stunde. Und dann kam als zweiter Schritt die Berechnung des Luftvolumenstroms, der infolge Infiltration, also Undichtigkeit meines Gebäudes, gemäß Konzept entsteht oder vorhanden ist. Und da spielen auch wieder verschiedene Werte eine Rolle. Die Markierungen nochmal kurz weg. Wir hatten zum einen diese Luftwechselzahl EZ, dann hatten wir uns angeschaut, gab es noch den Luftwechsel N50, also die Dichtigkeit des Gebäudes und es spielt natürlich auch eine Rolle das Volumen, das Luftvolumen der Nutzungseinheit. Dann kam ich zu einem erforderlichen Wert von ja, 25,6 in dem ersten Aufschlag und da hatten wir gerechnet und das hing jetzt eigentlich von einem Wert ab, diesem EZ. Was war nochmal dieses EZ? Wir schauen es uns an. Der Rechner ist ein bisschen lahmarschig. So, gleich müsste es da sein. Da ist es. So, hier sind die Kennwerte entsprechend abgedruckt. So, EZ, unten rechts die Tabelle. Gab es vier Werte, einmal windschwach, windstarke Region, eingeschossige und mehrgeschossige Nutzungseinheit und da hatte ich Ihnen die Empfehlung gegeben, auf der sicheren Seite erstmal mit dem kleinsten Wert zu rechnen. Also windschwach sollten Sie immer annehmen, erstmal in dem ersten Anlauf und eingeschossige Nutzungseinheit aus meiner Sicht auch. Sie können mehrgeschossige annehmen, wenn Sie auch eine mehrgeschossige Nutzungseinheit haben. Das heißt, wenn Sie einen offenen Luftraum haben, der die Geschosse miteinander verbindet. Wenn Ihr Treppenraum zum Beispiel offen ist, wenn der abgegrenzt ist oder abgeschlossen ist, dann ist das keine mehrgeschossige Nutzungseinheit. Wenn Sie also alleine ein Zweifamilienhaus bewohnen und einen eigenen Treppenraum haben, dann wäre das keine mehrgeschossige Nutzungseinheit. Insofern immer erstmal auf der sicheren Seite liegend den kleinsten Wert hier annehmen. Das gleiche gilt dann auch
für den Auslegungsluftwechsel, N50 für den Neubau und die Modernisierung. Auch da könnten Sie für Fensterlüftung, wenn Sie also nicht vorhaben, eine Lüftungsanlage oder maschinelle Unterstützung einzubauen, diese Kategorie B nehmen, steht ja da. Aber auch da sollten Sie eher den kleineren Wert nehmen, 1,0. Warum? Naja, wenn Sie später die Undichtigkeiten messen und Sie haben auch bei einem Gebäude mit Fensterlüftung, wenn Sie ordentlich bauen, einen N50-Wert, der kleiner ist als 1,5, dann müssten Sie Ihr gesamtes Lüftungskonzept wieder ändern. Also auch da die Empfehlung, sollten Sie auf die sichere Seite gehen und hier den kleineren Wert annehmen. So, und das führte dann bei uns dazu, dass wir, je nachdem, wie wir diese Parameter wählen, unterstützende Lüftungsmaßnahmen brauchen oder auch nicht. Sie sehen, das ist also sehr stark abhängig von den Werten, die Sie da einsetzen. Und insofern bietet sich's an, schon mal zu untersuchen, was man tun muss für so ein Lüftungskonzept, welche Maßnahmen erforderlich wären. Und auch wenn Sie aus energetischen Gründen, und wir werden das beim nächsten Mal oder übernächsten Mal sehen, dass die Lüftungswärmeverluste relativ hoch sind, auch deswegen vielleicht überlegen, eine Lüftungsanlage vorzusehen, werden wir das jetzt durchspielen. Und das wäre auch für Sie dann die Aufgabe im Projekthaus, sich also nicht damit zu begnügen, zu überprüfen, ob Maßnahmen erforderlich sind oder nicht, sondern einfach mal davon ausgehen und solche Maßnahmen schon mal vordimensionieren. Und das werden wir heute tun. Auch dafür gibt es wieder so ein Ablaufschema, das ist jetzt nicht ganz so relevant, diese Entscheidungen hier oben, Abschnitt 5, Abschnitt 9, das bezieht sich auf die DIN-Norm, sondern das, was wir überwiegend tun werden, sind zwei Luftvolumenströme zu berechnen und auch zu vergleichen. Ja, das ist hier, ja, ich finde der Ablauf, das Ablaufschema jetzt nicht ganz so gelungen aus der Norm. Das unterscheidet erstmal zwischen freier Lüftung. Links, das Gelbe ist freie Lüftung, das heißt Fensterlüftung, Schachtlüftung, Querlüftung. Und rechts, das Blaue, das sind ventilatorgestützte Lüftungen, Abluftsysteme, Zuluftsysteme oder Zu- und Abluftsysteme. Wir werden uns wahrscheinlich zu 80-90% in den blauen Bereich bewegen, also irgendwie eine tatsächlich maschinelle Unterstützung des Luftaustauschs haben. Wir schauen uns das nochmal ein bisschen detaillierter an, wie dieses Ablaufschema oder wie dieses Vorgehen ist. Das wäre der Schritt 3 bei mir, also die Festlegung lüftungstechnischer Maßnahmen. Und als erstes sollte man sich mal einen Überblick verschaffen, welche Systeme es denn überhaupt gibt für Wohnungslüftungsanlagen. Wir reden hier ausschließlich über Wohnungen, Wohngebäude. Für Bürogebäude, Laborgebäude, Seminargebäude, was auch immer anderes, gelten andere Regeln. Also diese Normen, die wir uns hier anschauen, die gelten wirklich nur für Wohngebäude. Da sehen wir, es gibt die ganze große Gruppe der freien Lüftungen und der ventilatorgestützten Lüftungen. Hier nochmal so die Aufteilung. Das ist dann nochmal ein bisschen feiner untergliedert, wenn man in die Norm selber reinschaut. Ähnlich wie bei Baukonstruktion auch, können wir im ersten Semester Sie jetzt nicht voll ausbilden zu einem Experten bei der Auslegung oder für die Auslegung von Wohnungslüftungsanlagen, sondern wir führen Sie erstmal in das Thema grundsätzlich ein. Und wir gehen bis zu einer Tiefe, in der Sie später aber auch in einem Büro für Bauphysik vorgehen würden. Also schlimmstenfalls sozusagen kann es Sie erwischen, dass Sie später Ihr Geld mit der Bauphysik verdienen möchten. Das heißt, dafür würden wir Sie jetzt hier im ersten Semester auch ausbilden, dass Sie das später auch tun können tatsächlich für Wohngebäude. Aber was wir nicht schaffen ist, wir werden Sie jetzt nicht ausbilden können für jemanden, der für einen Heizungs-Sanitärbetrieb vielleicht dann tatsächlich alle Lüftungskomponenten oder alle Komponenten der Lüftungsanlage auch tatsächlich auslegt. Wir schauen uns das gleich nochmal an, was das im Einzelnen ist, aus welchen Komponenten so eine Lüftungsanlage tatsächlich besteht, aber die Dimensionierung, also wie groß ein Kanalquerschnitt sein muss,
welche Filterklassen zum Einsatz kommen, welchen Druckverlust dadurch verursacht wird, welche Geräusche dadurch weitergegeben werden. Das sind jetzt keine Themen, die wir im ersten Semester besprechen. So, wie gehen wir vor? Auch da gibt es ein festgelegtes Schema. Es gibt vier Schritte zur Festlegung des Lüftungssystems. Im ersten Schritt sollten Sie, das ist eine dringende Empfehlung, mit Ihrem Auftraggeber, mit dem Bauherrn abklären, ob das System, was Sie dann entwickeln sollen, Standardanforderungen erfüllen soll oder erhöhte Anforderungen. Die Standardanforderungen sollten Sie als unterste Messlatte verstehen. Das heißt, unter die Standardanforderungen sollten Sie nicht runterfallen. Der Bauherr kann aber durchaus erhöhte Anforderungen sich wünschen. Das wären Anforderungen an die Raumluftqualität, die Hygiene, besondere Anforderungen an die Energieeffizienz vielleicht. Das ist dann wieder so ein Schnittmengenthema, wenn man so will, zwischen der Bauphysik klassischerweise und der Auslegung der Lüftungsanlage oder auch des Schallschutzes. Der Bauherr kann sich da alles Mögliche wünschen. Im ersten Semester gehen wir davon aus, dass Sie wirklich nur Standardanforderungen einhalten, was auch in 90% der Fälle auch ausreichend ist. So, dann geht es in die eigentliche Dimensionierung rein. Im zweiten Schritt berechnen Sie jetzt die maßgebenden oder relevanten Außenluftvolumenströme für die gesamte Nutzungseinheit. Ja, also ähnlich wie bei der Überprüfung, ob lüftungstechnische Maßnahmen erforderlich sind, berechnen wir jetzt in diesem zweiten Schritt auch wieder einen Gesamtvolumenstrom für die gesamte Nutzungseinheit. Jetzt aber nicht für nur den Feuchteschutz, sondern wir legen natürlich die Lüftungsanlage jetzt nicht nur aus für diese unterste Stufe, sondern für die normale Nutzung des Wohngebäudes. Gucken wir uns gleich an. Also der Luftvolumenstrom wird höher sein oder ist höher als der reine hygienische Mindestluftwechsel. Das heißt, wir werden in der Regel auslegen auf eine Nennlüftungsstufe unter normaler Nutzung der Wohneinheit. Wenn der Bauherr sich das wünscht, das steht dann hier, durchaus für die maximale Stufe, das ist die Intensivlüftung, manchmal auch als Partylüftung bezeichnet. Das heißt, der Worst Case für Ihre Lüftungsanlage, wenn 30 Partygäste da sind, die Fenster zubleiben sollen und die Lüftung trotzdem für einen ausreichenden Frischluft-Zuluftvolumenstrom sorgen muss. Auch dafür könnten Sie eine Lüftungsanlage auslegen, ist Abwägungssache. Wenn Sie jetzt sagen, okay, ich feiere jetzt hier jedes Wochenende 3 Partys in meinem Haus, dann würde ich sagen, okay, sollten Sie vielleicht auf Intensivlüftung das Ganze auslegen. Wenn Sie sagen, naja, ich feiere zu den Geburtstagen vielleicht mal eine Party, dann würde ich es eher für die Nennlüftung auslegen und sagen, bei einer Party muss man dann halt mal die Türen und Fenster aufmachen, um genug Luft zu bekommen. Also die Regel ist dann hier die Auslegung auf Nennlüftungsstufe oder auf Nennluftvolumenstrom. Das ist der erste wichtige Schritt. Das sehen wir gleich. Das ist kein großes Abenteuer. Das sehen wir. Das ist relativ schnell gemacht. Dann der dritte Schritt. Das ist dann jetzt die Auslegung der Außenluftvolumenströme raumbezogen. Ja, also das steht jetzt hier nicht so klar. Hier steht erforderliche Lüftungskomponenten. Und wir gucken uns deswegen, raumbezogene Komponente, erforderliche Lüftungskomponente. Was ist das? Das kann zum Beispiel der Luftauslass in einen Raum sein oder die Luftansaugung eines Raums sein. Das heißt, wir müssen uns jetzt anschauen, raumbezogen, ist das ein Raum, in dem frische Luft eingebracht werden soll oder ist das ein Raum, in dem oder aus dem verbrauchte Luft, feuchte beladene Luft, mit Gerüchen beladene Luft abgesaugt werden soll, wenn ich ein Zu- oder Abluftsystem habe.
Das ist der dritte Schritt. Dann gleiche ich das noch an. Ich balanciere das aus. Das sehen wir dann. Ich kann natürlich, wenn ich ein Zu- und Abluftsystem habe, muss ich natürlich dafür sorgen, dass genauso viel Luft rausgesaugt wird, wie reingeblasen wird. Also ich brauche diese Ausbalancierung am Ende. Und der vierte Schritt ist wieder eine Dokumentationsphase, Kennzeichnungsphase. Man könnte auch sagen, das Protokoll letzten Endes des Lüftungssystems. Wenn wir uns die vier Schritte anschauen, dann gibt es zwei Rechenschritte. Das ist der Schritt 2 und 3. Da gibt es was zu rechnen. Schritt 1 ist die Abstimmung mit dem Bauherrn, mit dem Auftraggeber. Und das sollte man auch wirklich kurz, aber eindeutig dokumentieren im Bericht, dass man darüber gesprochen hat, dass man sich entschieden hat, die Standardanforderungen zum Beispiel einzuhalten, dass man das Ganze auslegt auf die Nennlüftungsstufe und so weiter, sollte man dokumentieren. Und der Schritt 4 ist dann tatsächlich nachher der Abschluss des ganzen Lüftungskonzepts. Ja, Dokumentation, das geht dann auch Richtung Handwerksbetrieb, der das Ganze dann in Betrieb nimmt. Wie sehen jetzt diese vier Schritte konkret aus? Wir schauen uns jetzt die Rechenschritte an, also der Schritt 2, notwendige Außenluftvolumenströme für die gesamte Nutzungseinheit. Und natürlich kann ich das schon mal in Ansatz bringen, was eh vorhanden ist. Das sehen wir im ersten Absatz hier. Für die Lüftung der Räume ist der Gesamtaußenluftvolumenstrom maßgebend und der setzt sich aus drei Komponenten in der Regel zusammen. Wir haben Infiltration, das hatten wir im ersten Thema-Teil schon mal. Wir haben natürlich geöffnete Fenster und Türen, die es gibt. Und wir haben dann natürlich unsere lüftungstechnischen Maßnahmen, die wir auslegen wollen. Und wie lege ich das Ganze jetzt aus? Und für die Festlegung von Luftvolumenströmen spielt zum einen die Größe der Nutzungseinheit eine Rolle. Jetzt könnte man sagen, warum spielt denn da die Größe der Nutzungseinheit überhaupt eine Rolle? Natürlich, wenn man sich jetzt die Feuchtequellen anschaut, und das steht hier auch in dem Absatz drin, es hängt, also was gibt Feuchtigkeit ab in der Nutzungseinheit? Das sind Sie erstmal als Personen, die diese Nutzungseinheit tatsächlich nutzen. Erstmal unabhängig davon, wie viel Platz Sie dafür haben, natürlich. Sie duschen nicht häufiger in einem großen Haus. Sie schwitzen nicht mehr in einem großen oder kleinen Haus. Also es ist eigentlich eher personenabhängig bezogen. Aber man hat das Ganze, weil ich es leichter berechnen kann, also wie soll ich sonst vorgehen? Müsste ich fragen, wie viele Personen soll ich berücksichtigen? Könnte ich natürlich auch abstimmen, aber man hat das Ganze dann aufgrund von Untersuchungen an die Nutzfläche gekoppelt letzten Endes. Das ist hier nochmal beschrieben, können Sie also nachlesen. Und insofern bezieht sich das gleich, werden wir sehen, auf die Größe meiner Nutzfläche. Wir sehen da unten auch schon die Formel dazu. Und ein zweiter Hinweis: Sie wollen ja eine Lüftungsanlage haben, die auch Komfortbedingungen erfüllt. Insofern sagt man oder geht man so vor, dass man sagt, geöffnete Fenster berücksichtige ich bei der Auslegung meiner Lüftungsanlage für diese Nennlüftungsstufe nicht. Ich will ja gerade eben, dass Sie die Fenster zulassen können und trotzdem genug frische Luft in Ihrem Haus haben. Insofern sagt man, für die Nennlüftungsstufe werden geöffnete Fenster nicht berücksichtigt. Die kann ich dann berücksichtigen, zum Beispiel bei der Intensivlüftungsstufe, bei der größeren, bei der mit mehr Luftaustausch, ja, weil das auch nur kurzzeitig ist. Insofern, Luftvolumenstrom durch lüftungstechnische Maßnahmen muss immer bei geschlossenen Fenstern angegeben werden. So, wie sieht das aus? Die Formel ist relativ ähnlich zu der aus dem ersten Teil. Es gibt wieder natürlich unsere Nutzflächengröße, die in der Formel mit auftaucht, und dann gibt es hier den Faktor zur Berücksichtigung der Lüftungsstufe. Das ist wirklich nur ein Faktor. Und jetzt sehen wir hier unten
nochmal die Mindestwerte des Gesamtaußenluftvolumenstroms und hier sehen wir dann die Nennlüftungsstufe in Abhängigkeit der Nutzfläche ANE. Kann man also auch aus der Tabelle nehmen. Wenn es Zwischenwerte sind, steht hier, kann ich natürlich interpolieren, also ein Wert zwischen 150 und 170 Quadratmetern wäre das ja bei mir, kann ich dann auch interpolieren, wir können es aber auch berechnen. So, gucken wir uns noch die Fußnote E an dazu. Nennlüftung, eine aus Lüftungssicht planmäßig zulässige Personenzahl in einer Nutzungseinheit kann bestimmt werden. Also, wie viele Personen können in einer Nutzungseinheit aus lüftungstechnischer Sicht sein? Welche Personenzahl wird abgedeckt? Auch das kann ich berechnen. Indem der für Nennlüftung angegebene Gesamtaußenluftvolumenstrom ungefähr durch 30 Kubikmeter pro Stunde pro Person dividiert wird. Ja, als Beispiel steht hier Nutzungseinheit mit 110 Quadratmetern. Gehen wir gerade hier oben rein. 110 Quadratmeter, das wäre dann der Wert hier. Das wären also 115 Kubikmeter Luft pro Stunde. Wenn ich jetzt wissen will, wie viele Personen können in dieser Nutzungseinheit sich aufhalten, leben, damit das noch hinhaut, dann kann man hier eben berechnen 120 Kubikmeter pro Stunde dividiert durch 30 Kubikmeter pro Stunde pro Person. Das heißt, gerundet wären das 4 Personen, könnten sich aus lüftungstechnischer Sicht in dieser Nutzungseinheit aufhalten, da leben, wohnen und es würde noch passen, ohne die Fenster zu öffnen. So, das, um einfach mal so abschätzen zu können, inwieweit passt das oder nicht. Wenn man jetzt schon weiß, dass man zu fünft oder zu sechst in dieser Nutzungseinheit wohnen möchte, dann müsste man vielleicht die Luftwechselrate bzw. diesen Luftvolumenstrom etwas nach oben setzen, wenn man das in der Planung schon weiß. Es gibt Fälle, wo man später als Sachverständiger, als Gutachter gerufen wird, wenn dann Schimmelpilzbildung in einer Nutzungseinheit auftaucht und man hat dann eine Mietwohnung vielleicht mit 90 Quadratmetern, die dann von 7 Personen bewohnt wird. Dann kann man zum Beispiel so schon mal sagen, okay, wie viel Kubikmeter pro Stunde pro Person müsste denn ein Luftvolumenstrom möglich sein, damit es da nicht zu Geruchsbildung kommt und so weiter. Also hier geht es ja nur um Nennlüftung, nicht um die Feuchteschutzlüftung. Das wäre etwas weniger. Also die Formel sollten Sie nicht verwenden, um irgendwelche Gutachten zu erstellen, wie viel Luftvolumen mindestens erforderlich ist. Hier spielen Komfortgedanken mit eine Rolle. So, das könnten wir jetzt einfach mal machen. Für meine Nutzungseinheit, für mein Wohngebäude mache ich das jetzt einfach mal. So, Lüftungskonzept Beispielgebäude. Das heißt, der erste Schritt wäre jetzt hier die Auslegung für Nennlüftung. Meine Nutzungseinheit war 165 Quadratmeter groß. Der Teil EG nach oben letzten Endes. Und jetzt kann ich entweder aus der Tabelle das Ganze nehmen oder ich kann es mit der Formel berechnen. Vielleicht gehen wir einfach mal in die Tabelle. 165 Quadratmeter. So, wo sind wir? Da sind wir. So, was würde ich machen? 165 liegt irgendwo zwischen 150 und 170. Nennlüftungsstufe, das heißt erstmal kommen diese beiden Werte hier in Frage. Ich kann mir jetzt Zeit sparen, indem ich einfach sage, 165 liegt relativ nah an 170 dran und dann würde ich die 150 Kubikmeter pro Stunde zum Beispiel nehmen. Ja, das wäre pragmatisch die Vorgehensweise, wenn man es von Hand rechnet. Wenn Sie es später mit Dämmwerk rechnen, und das können Sie ja, dann macht das Programm schon das Richtige und interpoliert zwischen diesen beiden Werten entsprechend. Auch das könnte ich im Kopf. Ich kann sagen, zwischen 140 und 150 liegen 10 Kubikmeter die Stunde. Wenn ich jetzt also zum Beispiel 160 Quadratmeter Nutzfläche hätte,
Dann kämen 145 Kubikmeter pro Stunde raus. Jetzt liegt es bei 165, also nochmal 2,5 Kubikmeter obendrauf packen. Also 147,5 Kubikmeter wäre die richtige oder interpolierte Zahl, aber ich nehme jetzt einfach mal die 150 Kubikmeter pro Stunde. So. Das heißt, aus der Tabelle abgelesen, wieder diese sichere Seite, der Luftvolumenstrom QV gesamt, der Nutzungseinheit, jetzt die Nennlüftung, ja, das ist Nennlüftung, nicht die Feuchteschutzlüftung, sind dann ungefähr 150 Kubikmeter pro Stunde. Das heißt, meine Lüftungsanlage, die ich ja noch wählen muss, muss in der Lage sein, auf der Nennlüftungsstufe 150 Kubikmeter pro Stunde rein und raus oder nur raus, wenn es jetzt ein Abluftsystem ist, oder nur rein, wenn es ein reines Zuluftsystem wäre, zu transportieren. Ja, 150 Kubikmeter pro Stunde. Das ist der erste Schritt, nicht weiter kompliziert. Jetzt gucken wir uns den zweiten Schritt an, die raumweise Betrachtung. So, das war der erste, jetzt kommt der zweite Schritt, die raumweise Betrachtung der ganzen Geschichte. Um das machen zu können, müssen wir uns überlegen, wie gehen wir da vor, beziehungsweise wo wollen wir Luft reinbringen, wo wollen wir Luft aus dem Gebäude rausbringen. Und man fängt üblicherweise mit den Räumen an, aus denen Luft abgesaugt werden soll. Wenn es ein Zu- und Abluftsystem ist, muss ich das natürlich über einen entsprechenden Luftauslass oder Ansaugung machen. Wenn ich über Außenluftdurchlässe rede, also spezielle Durchdringungen der Außenwand, dann muss auch dieser Außenluftdurchlass in der Lage sein, diese Luftmenge auch durchzulassen. So, und was sind typische Ablufträume? Sie sehen es rechts in der Tabelle. Das sind alle Räume, in denen entweder Gerüche entstehen oder große Feuchtelasten auftreten. Was habe ich jetzt bei meinem Raum, bei meinem Gebäude, was habe ich da für Ablufträume? Ich habe natürlich im Erdgeschoss, wenn Sie sich anschauen, den Plan, ein WC. Wir haben einen sogenannten Hausarbeitsraum, Hausanschlussraum, den würde ich auch mal dazu zählen. Den Keller blenden wir jetzt aus. Wir haben im Erdgeschoss, habe ich bei meinem Musterhaus, eine Küche. Im Obergeschoss ein Bad mit WC. Duschraum habe ich nicht. Sauna, Fitnessraum habe ich jetzt auch nicht. Sodass das meine Ablufträume sind. Und dann kann ich direkt aus dieser Tabelle ablesen den erforderlichen Abluft. Ja, also hier geht es jetzt um den Abluftvolumenstrom pro Raum. Also für einen Hausarbeitsraum brauche ich zum Beispiel 20 Kubikmeter pro Stunde Abluftvolumenstrom. Für ein WC brauche ich 20 Kubikmeter pro Stunde Abluftvolumenstrom. Für eine Küche 40, für ein Bad 40. Das heißt, ich habe direkt über diese Tabelle die Möglichkeit, erstens meine Abluftvolumenströme abzulesen und auch die Räume sozusagen zuzuordnen. So, dann kommt eine Frage im Chat, was wäre, wenn der Keller komplett beheizt und in der thermischen Hülle ist? Also wenn Sie, ich erweitere mal die Frage, also wenn Sie den zum Beispiel auch zum Wohnen nutzen möchten, also wohnungsähnliche Nutzung vorsehen möchten, dann wird man letzten Endes auch so vorgehen. Also ein Kellerraum in dieser Tabelle ist erstmal nur ein Lagerraum. Wenn Sie jetzt einen Schlafraum im Keller zum Beispiel vorsehen möchten, dann wäre das kein Abluftraum, obwohl er im Keller ist. Also es kommt wirklich auf die Nutzung des entsprechenden Kellerraums an. Also wenn Sie zum Beispiel ein WC im Keller unterbringen, dann wird man wieder die 20 Kubikmeter nehmen.
Wenn Sie jetzt im Keller zum Beispiel eine Sauna vorsehen möchten, dann wären es die 40 Kubikmeter Abluft oder Fitnessraum auch die 40. Also es ist die, man kann das ganz normal so rechnen. Also dieses Lüftungskonzept kann man auch auf Kellerräume erweitern, letzten Endes. Entsprechend der Nutzung. Wenn es ein klassischer Lagerraum ist, dann wären es erstmal die 20 Kubikmeter pro Stunde, die aus einem Kellerraum abgesaugt werden. Wir müssen uns dann Gedanken machen, wie wir die Luft da einbringen. Da kommen wir aber noch zu. Ich hoffe, dass das halbwegs die Frage erstmal beantwortet. So, das sind die klassischen Ablufträume. Natürlich gibt es jetzt auch Zulufträume und das sind alle Räume, die einen erhöhten Frischluftbedarf haben. Und die sehen wir hier. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Gästezimmer, Esszimmer, Arbeitszimmer. Also alle Räume, wo man sich aufhält und nicht einschlaft oder eine gute Luftqualität letzten Endes braucht, weil man sich länger in diesen Räumen aufhält. Und jetzt finden Sie da nur Faktoren. Faktor 3 plus minus 0,5, Faktor 2 und so weiter. Lesen können Sie selber. Also da finden Sie jetzt keine Volumenströme in dieser Tabelle. Wie gehen wir damit um? Sehen wir gleich. Und hier ist nochmal eine kleine Texterläuterung dazu. Für die Zulufträume gilt erstmal, erstens, in die Zulufträume muss ich die Luftmenge einbringen, die ich in den Abluftträumen wegsauge. Das ist dieses Ausbalancieren. Das heißt, ich brauche auch eine Zuordnung, wo kommt die Luft rein und wie kommt die Luft zum Abluftraum und passt das halbwegs. Gucken wir uns gleich im Grundriss mal an. Dann gibt es noch eine Nebenanforderung, die da fett gedruckt ist. In Schlafräumen, das sind reine Schlafzimmer, Kinderzimmer oder Gästezimmer, darf der Zuluftvolumenstrom nicht kleiner als 15 Kubikmeter pro Stunde pro Person ausgelegt werden, damit eine ausreichende Luftqualität sichergestellt wird. Das heißt zum Beispiel für ein Elternschlafzimmer, in dem zwei Personen nachts schlafen wollen, planmäßig wären das 30 Kubikmeter pro Stunde Zuluftvolumenstrom in diesen Raum. Wie Sie jetzt damit umgehen, ich habe auch drei Kinder, die haben die ersten Monate sicherlich auch bei uns verbracht, ob man deswegen auch einen größeren Zuluftvolumenstrom einplant. Sei mal dahingestellt, das ist ja ein temporärer Zustand. Kann man machen, muss man nicht. Gibt's abzustimmen. Wenn Sie aber vorhaben, Ihre, weiß ich nicht, drei Kinder in einem Raum schlafen zu lassen, als gemeinsames Kinderschlafzimmer, dann sollten Sie diesen Raum eben auch mit 3x15 Kubikmetern planen. So, und die Bedingungen muss ich einhalten und die Faktoren kommen jetzt folgendermaßen ins Spiel. Das ist dann dieser Absatz hier. Die Aufteilung des gesamten Außenluftvolumenstroms wird durch diese Faktoren bestimmt. Wenn ich also weiß, zum Beispiel, wie viel Kubikmeter pro Stunde abgeführt werden, dann kann ich die Summe dieser Faktoren letzten Endes auch bilden und dann auf die Räume entsprechend verteilen. Das gucken wir uns dann an. Was mache ich jetzt mit Nebenräumen? Nebenraum wäre zum Beispiel ein Flur, ein Treppenraum als Beispiel. Und dafür, da halten sich ja keine Personen dauerhaft auf. Da entstehen auch keine großen Feuchtemengen oder Gerüche. Und für diese Nebenräume sagt man, da reicht es dann aus, wenn die Luft aus den Zulufträumen in die Nebenräume überführt wird. Das sind sogenannte Überströmbereiche, in denen die Luft vom Raum A in den Raum B überführt wird. So, machen wir das mal. Das heißt, wir müssen jetzt im Kopf behalten, diese Faktoren hier und die entsprechenden Abluft- und Zuluftmengen. Ich kopiere mir jetzt einfach mal meinen entsprechenden Plan. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier ins EG rein. Und dann kopiere ich mir das mal hier hin.
Das heißt, auch da sollten Sie sich entsprechend, sollten Sie dann auch mit Ihren Plänen arbeiten. Dann nehme ich mir noch das OG. Schon. Und dann gucken wir uns noch das Dachgeschoss an. So, den Schritt nennen wir jetzt mal Dimensionierung. Der Zu- und Ablufträume. Und dann machen wir es direkt so, dass ich das auch farblich entsprechend markiere. Meine Zulufträume mache ich dann in grün und die Ablufträume entsprechend in rot. Können Sie genauso machen, dann haben Sie vielleicht einen besseren Überblick. Können es natürlich auch machen, wie Sie wollen. So, gucken wir uns erst die Ablufträume an. Im Erdgeschoss haben wir gesagt, da haben wir das WC als Abluftraum. Das heißt, wir haben jetzt hier 20 Kubikmeter pro Stunde Abluftraum. Wir haben den Hauswirtschaftsraum, Hausanschlussraum, Lagerraum, könnte man auch sagen, auch mit 20 Kubikmeter pro Stunde als Abluftmenge. Und die Küche im Erdgeschoss mit 40 Kubikmeter pro Stunde, entsprechend auch ein Abluftraum. Wir gucken uns erstmal die Ablufträume an. Im Obergeschoss habe ich auch das Bad mit WC, 40 Kubikmeter pro Stunde als Abluftraum. Ansonsten im Obergeschoss sind das Zulufträume. Elternschlafzimmer, Kinderzimmer, Ankleide. Bei der Ankleide könnte man jetzt überlegen, ob man da auch zum Beispiel sagt, da werden vielleicht mal Klamotten aufgehangen sollen mal ausdünsten. Dabei entstehen Gerüche, die ich abführe und so weiter. Also da über die Ankleide unterhalten wir uns gleich noch. Und im Dachgeschoss habe ich noch ein Kinderzimmer und ein Büro, da habe ich jetzt erstmal keinen Abluftraum. So, jetzt gucken wir uns die Zulufträume an. Und bei den Zulufträumen schreibe ich jetzt entweder den Faktor erstmal dahin, oder wenn ich schon Schlafräume habe, wie Kinderzimmer, Elternschlafzimmer, Gästezimmer, schreibe ich dann schon auch in Klammern noch den Mindestvolumenstrom schon mal dahin. Rufen wir uns nochmal in Erinnerung die beiden Werte, die wir jetzt brauchen, den Faktor und die entsprechende Menge. Also wir haben hier die Faktoren, die wir gleich unten brauchen, also für ein Wohnzimmer Faktor 3, für ein Schlaf- und Kinderzimmer Faktor 2, Arbeitszimmer, Esszimmer, Gästezimmer Faktor 1,5 und hier dann noch die Anforderung 15 Kubikmeter die Stunde pro Person als Zuluftmenge. Also Faktor 3, 2 und 1,5. Diesen Toleranzbereich plus minus 0,5 und so weiter, den brauchen wir später, wenn es an das wirkliche Ausbalancieren geht. So, gehen wir in die Pläne rein. Wohnzimmer wäre dann der Faktor 3. Esszimmer Faktor 1,5 und der Flur im Erdgeschoss, den könnte ich jetzt dafür nutzen, um zum Beispiel als Überströmbereich
die Luft vom Zuluftbereich in den Abluftbereich strömen zu lassen. Gucken wir uns das Obergeschoss an. Da haben wir das Kinderzimmer. Da müssten wir dann den Faktor 2 haben. Und wir haben eine Person, das heißt mindestens 15 Kubikmeter pro Stunde müssen das dann entsprechend da sein. Auch hier in dem Kinderzimmer Faktor 2 und mindestens 15 Kubikmeter pro Stunde. Elternschlafzimmer Faktor 2, aber dann mindestens 30 Kubikmeter pro Stunde, weil ja zwei Personen sich da aufhalten als Zuluftbereich. Gucken wir nochmal ins Dachgeschoss. Auch da ein Kinderzimmer mit Faktor 2 und mindestens 15 Kubikmeter pro Stunde. Und das Büro war dann Faktor 1,5. Da schläft jetzt zwar keine Person, jetzt könnte man aber sagen, das Büro kann ich ja vielleicht auch als Gästezimmer nutzen. Ja, könnte ich machen. Dann wäre es der Faktor 2 und mindestens wieder die 15 Kubikmeter pro Stunde. Also das kann man so beides machen. Man kann sagen, nee, das ist ein reines Büro. Dann gibt es da nur die Anforderung 1,5 als Faktor, als Verteilungsfaktor. Wenn ich sage, das Büro kann vielleicht auch mal als Gästezimmer genutzt werden, dann wäre es der Faktor 2 mit 15 Kubikmetern pro Stunde. So, und jetzt muss ich natürlich die Luft auch irgendwie vom Zuluftbereich in den Abluftbereich reintransportieren. Das heißt, wie gehe ich jetzt da vor? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann natürlich sagen, ich erlaube es der Luft, auch über die Geschosse sich zu verteilen, beziehungsweise geschossübergreifend sich auszugleichen. Das kann ich machen. Oder ich sage, ich habe den Anspruch, halbwegs jedenfalls, dass ich pro Geschoss einen ausgeglichenen Luftvolumenstrom habe. Beide Ansätze sind möglich und zulässig. Wenn wir mal ins Obergeschoss gehen, dann wäre es so, wenn man sich da die Luftvolumenströme mal anschaut. Und wir gucken jetzt mal auf die Zuluftbereiche. Dann könnte ich ja sagen, okay, für diese drei Räume habe ich insgesamt 60 Kubikmeter pro Stunde, die ich an Luft in diese drei Räume reinbringen muss, egal wie. Im Badezimmer gehen aber erstmal 40 Kubikmeter pro Stunde nur raus. Jetzt kann ich sagen, ist kein Problem, die 20 Kubikmeter pro Stunde, die sozusagen zu viel eingebracht werden im Obergeschoss, die kann ich ja auch im Erdgeschoss wieder absaugen. Kann ich machen. Weiß das die Luft unbedingt, ob die dahin will? Das heißt, ich habe einen relativ großen Überströmbereich dann. Und dann müsste ich im Erdgeschoss, ja, wo wird das hingehen? Das wird vielleicht dann in die Küche gehen wollen und da rausgehen. Also in Summe kann das passen, muss aber nicht. Das heißt, man macht jetzt erstmal noch einen Zwischenschritt und guckt jetzt mal, wie verhält sich denn jetzt die Zuluftmenge zur Abluftmenge. Habe ich da überhaupt insgesamt ein ausgeglichenes Verhältnis oder muss ich da auch schon rumschrauben sozusagen? Und jetzt rechnen wir einfach nur mal im Kopf, überschlagen das. Im Erdgeschoss habe ich also 80 Kubikmeter pro Stunde, die ich absaugen muss. Das würde sich jetzt verteilen aufs Wohnzimmer und auf den Essbereich. 80 Kubikmeter müsste ich da dann entsprechend auch einbringen, damit es im Erdgeschoss ausgeglichen ist. Oder ich gehe auch ins Obergeschoss weiter. Jetzt addieren wir erstmal nur die gesamten roten Zahlen. Also 80 Kubikmeter, ich schreibe das mal hin. Die Summe wären also 80 Kubikmeter pro Stunde. Größer gleich, gucken wir mal, wie es weitergeht. Hier haben wir 40. Das heißt, die 80 und die 40 wären 120 Kubikmeter pro Stunde, die ich erstmal zwingend absaugen muss aus der Nutzung der einzelnen Räume. Aber vielleicht ist es auch schon einem aufgefallen. Ich habe ja noch diese Anforderung an die gesamte Nutzungseinheit. Das heißt,
Ich muss ja für die gesamte Nutzungseinheit 150 Kubikmeter pro Stunde einbringen. Und das muss ich jetzt schon mal ausgleichen. So, und jetzt gucken wir mal, wie wir das machen. Also Dimensionierung der Zu- und Ablufträume. Der erste Schritt ist, ich verteile die Mindestvolumenströme schon mal in die Räume rein. Das haben wir gemacht. Das sind die Zahlen, die ich da reingeschrieben habe. Dann das, was wir jetzt machen, Vergleich. Ich vergleiche die Summe der Ablufträume mit dem Wert QV Gesamt Nutzungseinheit Nennlüftung von oben. Ja, der Wert, den ich da ermittelt habe, die 150 Kubikmeter. Das mache ich jetzt. Das heißt, wir haben als Summe der Ablufträume, also Summe des Volumenstroms raumweise, oder nennen wir es anders, Gesamtvolumenstrom, nicht Nutzungseinheit, sondern raumweise, für die Nennlüftung hatte ich 120 Kubikmeter die Stunde. Und das vergleiche ich jetzt mit den 150 Kubikmetern, was meine Anforderung war an den Gesamtvolumenstrom der Nutzungseinheit Nennlüftung. Und da sehen wir, okay, die 150 sind größer. Jetzt muss ich schon nachregeln. Das heißt, ich muss mindestens 150 Kubikmeter pro Stunde rein- und rausbringen. Das heißt, ich muss jetzt die Luftmenge der Ablufträume erhöhen. Das kann ich natürlich machen, indem ich in den Räumen, in denen ich jetzt hier schon Abluftvolumenstrom habe, das jetzt hochschraube. Das kann ich machen. Oder ich mache mir Gedanken, ob ich vielleicht nicht sinnvoll die fehlenden 30 Kubikmeter auch noch vielleicht in den Räumen, in den einzelnen Geschossen sinnvoll unterbringen könnte. Und da war zum Beispiel ein Raum, den wir uns zurückgestellt hatten, das war vielleicht die Ankleide im Obergeschoss. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, in der Ankleide im Obergeschoss sauge ich jetzt auch schon mal ein bisschen weg. Ja, definiere das auch schon mal als Abluftraum. Gucken wir mal, wie viel wir da ansetzen. Wenn wir das als Lagerraum zum Beispiel ansetzen, Hauswirtschaftsraum, Kellerraum, die hatten alle so 20 Kubikmeter pro Stunde. Dann sagen wir einfach mal, wir definieren, dass wir da auch die Luft absaugen wollen. In der Größenordnung 20 Kubikmeter pro Stunde. Das reicht jetzt zwar noch nicht direkt, um vom Elternschlafzimmer die gesamte verbrauchte Luft in diesen Ankleideraum zu bringen, aber wir haben ja noch einen Raum, nämlich das Badezimmer. So, das heißt, wir sind jetzt 120 plus 20, sind wir schon mal bei 140 Kubikmeter die Stunde. Brauchen wir noch irgendwo einen Bereich entweder, wir gucken mal weiter, wo wir vielleicht sinnvoll Luft absaugen können. Und das bietet sich vielleicht im Dachgeschoss an. Ja, dass wir sagen, wir blasen jetzt da eigentlich nur Luft rein, aber das ist ja irgendwie, man sollte ja vielleicht auch pro Geschoss so vielleicht das Ganze ausbalancieren. Und dann sagen wir, wir bringen jetzt hier nochmal definieren eine Absaugung an der Stelle auch wieder mit einem Volumenstrom. Dann sagen wir, das müssen jetzt auch mal mindestens 10 Kubikmeter die Stunde sein. Wenn ich das jetzt so mache, dann reicht das natürlich bei weitem nicht aus, um die gesamte Luft, die ich ins Dachgeschoss einbringe, auch tatsächlich wieder abzuführen. Deswegen müssen wir uns jetzt mal drüber unterhalten und gucken, ob wir da nicht vielleicht sogar noch mehr absaugen. Aber wenn ich es jetzt so mal verteilen würde,
dann hätte ich die 150 Kubikmeter pro Stunde schon mal sinnvoll, halbwegs sinnvoll abgedeckt. Das schreibe ich gerade dahin, dann sind wir immer noch nicht ganz fertig. So, das heißt, da das größer ist, muss ich das anpassen. Anpassen der Luftvolumenströme und wir haben einfach noch zwei Abluftbereiche definiert. So kann man das machen. Man kann, wie gesagt, auch mit den vorhandenen Ablufträumen leben und sagen, ich schraube die Volumenströme da jetzt nach oben. Kann ich ja auch machen. Aber wenn man sinnvolle Abluftbereiche noch findet, dann kann man das darüber natürlich erreichen. So, das ist der zweite Schritt. Wir sind immer noch nicht ganz fertig. Und der dritte Schritt ist jetzt der Gesamtabgleich, das Ausbalancieren des Systems. Und das erfolgt in zwei Schritten. Also, wenn man so will. In dem ersten Punkt kann ich machen, also fürs Ganze oder geschossübergreifend. Ja, wenn ich jetzt sage, okay, das Dachgeschoss, da habe ich 2 mal 15 Kubikmeter Zuluft, ich saug aber nur 10 ab, das heißt im Dachgeschoss sind 20 Kubikmeter pro Stunde zu viel. Die leite ich irgendwo anders hin ab. Kann ich machen. Das machen wir jetzt erstmal. Gucken mal, was das ist, was wir da haben. Aber was man dabei auch sicherstellen muss, ist, dass die Luft vom Zuluftbereich auch relativ ungehindert dahin kommt, wo die Luft dann abgesaugt werden soll, damit die Luft das überhaupt weiß. Sonst kann es sein, dass wenn Sie die Türen zum Beispiel zu dicht machen, also wenn Sie verhindern, dass einem Zuluftbereich oder Abluftbereich die Luft rein oder rauskommt, dann bringt das Ganze nichts. Also auch da brauchen Sie entweder definierte Öffnungen in Trennwänden, ja, Lüftungsöffnungen oder einen Türunterschnitt, dann hat die Tür unten einen relativ großen Luftspalt, wo die Luft dann entsprechend durchströmen kann. Also dieses geschossübergreifende kann man machen, muss man sich aber gut überlegen. Oder man sagt, das Ganze ist geschossweise. Und das wäre aus meiner Sicht, wenn wir uns jetzt überlegen, wie viel Geld wir da reinstecken in den Neubau eines Hauses, wäre das eigentlich aus meiner Sicht angemessen. Ja, dass man halbwegs schaut, dass der Luftvolumenstrom in einer Etage ausgeglichen ist. Wenn das zu schräg ist, also wenn ich da jetzt Luftmengen über zwei Geschosse transportieren muss, finde ich jetzt persönlich nicht mehr so angemessen. Wäre dann kein richtig großer Komfort. Wenn Sie sich überlegen, Sie kochen im Erdgeschoss. Die Zuluftmenge im Erdgeschoss würde aber nicht reichen, um sozusagen genug frische Luft da reinzuschaufeln. Dann gerät das System so ein bisschen aus den Fugen, könnte man sagen, wenn Sie dann woanders noch die Luftmenge herbesorgen müssen. Insofern würde ich sagen, gehen Sie bitte immer erstmal geschossweise vor und überlegen, ob das ein großes Problem ist. Wenn wir jetzt mal im Erdgeschoss schauen, da haben wir eine Summe von 80 Kubikmeter pro Stunde, die wir da einbringen müssten. Und das fände ich jetzt nicht so besonders spektakulär, das auch im Erdgeschoss zu machen. Und jetzt kommen diese Faktoren ins Spiel. Wir haben als Summe dieser beiden Faktoren, ja, sind 4,5. Das heißt, ich kann jetzt einfach dreisatzmäßig vorgehen, kann sagen, meine 80 Kubikmeter teile ich durch 4,5. Das heißt, pro Faktor habe ich einen Luftvolumenstrom von 17, Periode 7 Kubikmeter.
Das heißt, für den Wohnbereich multipliziere ich das dann mit 3 und sage, okay, für den gesamten Wohnbereich, ich runde jetzt mal ein bisschen, wir hatten ja dieses Plus-Minus so ein bisschen, können wir uns überlegen, machen wir für den Wohnbereich 55 Kubikmeter die Stunde und dann bleiben noch 25 Kubikmeter übrig. Den bringe ich dann im Bereich des Esszimmers ein, Kubikmeter pro Stunde. So, wenn ich das so realisieren kann, mit 25 Kubikmeter und 50 Kubikmeter, dann hätte ich im Erdgeschoss ein ausbalanciertes System. Finde ich jetzt noch nicht übertrieben viel Zuluft. Ja, ein Teil geht dann auch, das machen wir mal neutral, als Ü, das soll ein Ü sein, als Überströmbereich in das EG, ins WC im Erdgeschoss rein. Ein Teil davon. So, das heißt, ich hätte jetzt im Erdgeschoss ein ausbalanciertes System. Wird so funktionieren. Gucken wir mal im Obergeschoss. Da haben wir als Mindestluftmenge 60 Kubikmeter die Stunde und wir saugen 60 Kubikmeter die Stunde ab. Das ist schon ausbalanciert. Und der Flur wäre auch hier wieder ein Überströmbereich. Also im Obergeschoss muss ich gar nichts mehr machen. Habe ich schon ausbalanciert. Gucken wir noch ins Dachgeschoss. Da passt es ja noch nicht ganz. Da haben wir als Mindestvolumenstrom 30 Kubikmeter die Stunde. Und wenn das jetzt auch ausgeglichen, ausbalanciert sein soll, dann muss ich diesen Wert hier korrigieren. Ja, und bräuchte jetzt nicht 10 Kubikmeter die Stunde, sondern 30 Kubikmeter die Stunde. Wenn ich 30 Kubikmeter im Dachgeschoss raussauge und 30 einbringe, wäre das Dachgeschoss auch wieder ausbalanciert. Und wenn Sie jetzt im Kopf mitgerechnet haben, dann führt dieses Vorgehen dazu, dass ich in Summe nicht nur auf 150 Kubikmeter die Stunde komme, sondern ich habe einen größeren Gesamtvolumenstrom. Das ist aber auch nicht schlimm. Ja, das andere waren ja die Mindestmengen. So, das heißt, Ausbalancieren des Systems geschossweise führt dann dazu, dass die Zuluft gleich Abluft ist. Und das führt jetzt bei uns dazu, dass der Gesamtvolumenstrom für die gesamte Nutzungseinheit mit diesem ausbalancierten bei 170 Kubikmeter die Stunde liegt. Zuluft ist gleich Abluft, das heißt 170 Kubikmeter die Stunde gehen rein, 170 sauge ich ab. Und das wäre jetzt meine Aufteilung, mein Lüftungskonzept, aufgeteilt auf die Räume. Ich habe sichergestellt die Mindestluftmengen für eine Person in einem Schlafraum. Ich habe sichergestellt die Mindestmengen für die gesamte Nutzungseinheit. Ich habe sichergestellt die Abluftvolumenströme für einzelne Raumtypen. Und ich habe mich orientiert an den Faktoren, an den geschossweisen Faktoren, die wir hier haben. Auch da ist es so, dass ich hier im Obergeschoss diese Faktoren, dieser Faktor 2, 2 und 2 fürs Elternschlafzimmer, verletzen muss, um diese Mindestvolumenströme sicherzustellen. Das heißt, man würde jetzt nicht hingehen und sagen, das Elternschlafzimmer mit 30 Kubik die Stunde, Faktor 2, ich habe den gleichen Faktor im Kinderzimmer, also muss ich auch ins Kinderzimmer 30 Kubik reinbringen. Das wird man jetzt nicht machen. Ja, also man wird sagen, ich gehe mit den Mindestvolumenströmen da rein und das passt ja auch dann für ein ausbalanciertes System. Ich habe die Überströmbereiche definiert und dann wäre das erstmal die Aufteilung der Luftvolumenströme auf die einzelnen Nutzungen, auf die Räume und auf mein gesamtes Gebäude. Gibt es dazu bis hierhin erstmal Fragen Ihrerseits?
Sieht erstmal nicht so aus. Zumindest lese ich nichts im Chat und sehe auch nicht, dass irgendeiner das Mikro anschaltet. Und genauso könnten Sie erstmal vorgehen für den oberirdischen Teil Ihres Gebäudes. Jetzt werfen wir nochmal einen Blick auf die Kellerräume gemeinsam. So. Oder auf zwei, ja. Ich hätte auch noch eine Frage. Gibt es einen Grenzpunkt, ab dem ein Raum, wenn er zu groß ist, eine Zuluft- und Abluftöffnung hat? Den gibt es sicherlich, hängt ein bisschen davon ab, wie, also wenn Sie jetzt einen Zuluftraum sich zum Beispiel anschauen, müsste man sich nochmal genauer anschauen, wo halten sich Personen auf. Oder wenn es ein Abluftraum ist, dann würde man schauen, die einzelnen Absaugungen würde man dann über die einzelnen Geruchsquellen zum Beispiel setzen. Oder, und das ist dann das, wo ich sage, da hört dann unser Job auf. Wenn Sie natürlich in einen sehr großen Abluftbereich zum Beispiel nur eine Luftansaugung reinbringen, dann wird die relativ viel Luft ansaugen müssen und deswegen laut sein. Das heißt, der Schallschutz einer Lüftungsanlage kommt dann auch mit ins Spiel. Aber das sind Raumgrößen, die wir hier im Wohnbereich eigentlich nicht überschreiten. Alles klar. Ja. Also man wird dann sicherlich im, wenn wir nochmal auf die Pläne gucken, zum Beispiel im Wohnbereich wird man jetzt nicht nur eine Zuluftöffnung machen, sondern da wird man vielleicht zwei oder drei Zuluftöffnungen schaffen, wenn es jetzt ein, sage ich mal, eine Außenluftansaugung ist. Oder wenn man definiert über ein Lüftungskanalsystem, also wenn ich eine Zu- und Abluft habe, wird man auch an zwei Stellen, denke ich, auf jeden Fall die Luft in diesen Bereich reinbringen und nochmal einen Zuluftpunkt setzen im Bereich des Esstisches als Beispiel. Im Bereich der Küche wird man wahrscheinlich, also könnte man machen, die Dunstabzugshaube damit integrieren. Es gibt solche Kombisysteme, dass dann auch die Abluft der Dunstabzugshaube dann in das Zentralsystem mit überführt wird, mit entsprechenden Fettfiltern natürlich. Ansonsten wird man da auch ein oder zwei Abluftpunkte setzen und für einen WC- und Hausanschlussraum reicht eigentlich einer. Und im Obergeschoss, da sind wir. Obergeschoss ist es klassischerweise ein Zuluftpunkt je Schlafzimmer und im Ankleidebereich auch einer. Im Bereich Badezimmer müsste man gucken, ob man einen zum Beispiel über die Toilette setzt. Dann ist der relativ laut. Oder ob man zwei Punkte setzt, vielleicht noch einen über die Dusche, dass da die feuchte Abluft direkt abgesaugt wird. Das ist so ein bisschen Auslegungsfrage, der, und das hängt mit Kanalquerschnitten und Schallschutz zusammen. Alles klar. So, schauen wir uns noch ein paar Sonderräume an. Das eine sind fensterlose Räume. Fensterloser Raum wäre zum Beispiel ein WC, ein fensterloses WC. Das kann ich machen. Sie lesen rechts oben diese Volumenströme. Wenn Sie so einen Raum haben in Ihrem Entwurf, dann müssten Sie da mal Pauschalwerte ansetzen. Sehen jetzt hier, während bei Dauerbetrieb ein Abluftvolumenstrom für ein Bad auch mit WC von 40 Kubikmetern gefordert wird, ist bei Bedarfssteuerung für ein Bad auch mit WC ein Abluftvolumenstrom von 60 zu fördern. Also wenn Sie ein fensterloses Bad haben. Hintergrund ist, dass beim Badezimmer auch relativ schnell große feuchte Mengen anfallen können, wenn Sie duschen zum Beispiel. Und wenn Sie dann ein Fenster aufmachen können, ist das alles gut. Ja, wenn Sie aber kein Fenster haben, und wir reden ja gerade über fensterlose Räume, dann muss das System in der Lage sein, dann auch mehr Luft zu fördern. Bedarfsabhängig, also Bedarfssteuerung ist damit gemeint. Und das wären dann 60 Kubik pro Stunde als Abluftvolumenstrom. Küche ohne Fenster, 200 Kubik pro Stunde. Also da geht der Abluftvolumenstrom direkt richtig nach oben. Während Sie bei einer Küche mit Fenster nur 40 Kubik pro Stunde fördern müssen. Auch da geht es einerseits um die feuchte Mengen, die da entstehen, andererseits aber auch um Gerüche. Heißt jetzt, wenn Sie im Kellergeschoss ein
einen Saunabereich ja, vorsehen wollen, der kein Fenster hat, aber eine Duschmöglichkeit, dann wäre das zum Beispiel, wären das 60 Kubikmeter pro Stunde Abluftvolumenstrom für diesen Saunabereich im Keller als fensterloser Raum. Wohnräume, Schlafräume, Arbeitszimmer müssen immer ein Fenster haben. Das heißt, wenn Sie im Kellergeschoss ein Arbeitszimmer, Gästezimmer oder was weiß ich was unterbringen müssen, dann muss dieser Raum Tageslicht haben und ein Fenster. Es geht dabei auch um den zweiten Rettungsweg unter anderem bei Brandereignissen. Also insofern können Sie nicht einfach so in den Keller ein Gästezimmer mal reinpflanzen oder ein Arbeitszimmer, sondern Sie brauchen immer auch für solche wohnungsähnlichen Nutzungen entsprechend ein Fenster. Sie können das Haus dann da abgraben, Sie können ein Kellerlichtschacht reicht da nicht als Belichtung oder als Fenster im Sinne auch des zweiten Rettungsweges, sondern Sie müssen da was anderes vorsehen. Was geht, sind so Fitnessräume, Abstellräume natürlich, so ein Saunabereich geht auch. Wie gesagt, das sind dann als fensterloser Raum wären das für so einen Saunabereich klassischerweise 60 Kubik die Stunde. Das würde ich dann auch mit einem Schalter machen, damit da nicht immer 60 Kubik rausgefördert werden. Und dann wird man feststellen, dass irgendwo muss die Luft dann auch nachströmen. Das heißt, sie haben dann Kellerräume, die übrig bleiben. Und jetzt ist die Frage, wie gehe ich mit diesen Kellerräumen um? Und da sind wir dann im Abschnitt 5 oder Beiblatt 5 der DIN 1946 Teil 6. Und wie sieht so ein Lüftungskonzept für Kellerräume aus? Habe ich eine Radonbelastung? Das ist die erste Frage über Radon als radioaktives Edelgas, was im Keller steckt, haben wir schon mal gesprochen. Das heißt, wenn Sie an Ihrem Bauplatz, den Sie aus Bauentwurf vielleicht haben, Radon im Erdreich haben, dann müssten Sie die Frage mit Ja beantworten und dann teilt sich das auf Richtung Neubau und Richtung Sanierung. Und dann gibt es einen Ablaufplan Radon und einen Ablaufplan Feuchtigkeit. Beides muss sichergestellt werden und das Maßgebliche ist das, was zu größeren Volumenströmen führt. Wenn Sie keine Radonbelastung haben, dann geht es in die nächste Frage. Haben Sie Feuchtigkeit? Also könnte Feuchtigkeit eingebracht werden in diese Kellerräume? Werden da Güter gelagert, die Feuchtigkeit abgeben können? Wenn Sie da mit Ja antworten, dann gibt es nur den Ablaufplan Feuchtigkeit. Also hier geht es in der ersten Frage, das war vielleicht ein bisschen missverständlich, um die Frage Feuchtigkeit und Radon. Und ansonsten frage ich separat nach Feuchtigkeit und Radon getrennt. Und wenn ich es mit Ja beantworte, einer dieser Fragen, habe ich entsprechend diesen Auslegungsplan, den Sie in der DIN nachschlagen können. Wir reden gleich über Ihr Bauprojekt. So, gibt es dann, und zum Schluss gibt es dann noch die Frage, gibt es Verdacht auf andere Schadstoffe, die im Raum sozusagen sich ansammeln können? Und wenn Sie die Frage auch mit Nein beantworten, dann brauchen Sie für Kellerräume gar keine lüftungstechnischen Maßnahmen vorzusehen. Also wenn Sie in einer nicht radonbelasteten Gegend einen Keller bauen, Sie haben nicht vor, Feuchtigkeit in die Kellerräume einzubringen und es treten auch sonst keine Schadstoffe auf, dann brauchen Sie für den Kellerraum auch keine lüftungstechnischen Maßnahmen vorzusehen. Hinter den Punkt Feuchtigkeit würde ich aber gerne oder würde ich Sie gerne darauf hinweisen, Feuchtigkeit, feuchte empfindliche Stoffe, das kann leichter auftreten, als Sie vielleicht denken. Wenn Sie zum Beispiel Papier lagern möchten im Keller, was ja jetzt nicht so unrealistisch ist, dann ist zumindest nach der Fertigstellung des Gebäudes noch sehr viel Feuchtigkeit in der Konstruktion vorhanden. Und das kann durchaus mehrere Monate bis zu Jahre dauern, bis die Baurestfeuchte komplett verschwunden ist. Und wenn Sie jetzt so einen Kellerraum haben, ohne lüftungstechnische Maßnahmen, also ohne Kellerlichtschacht, ohne maschinelle Lüftung, wo soll die Feuchtigkeit denn dann hin? Und wenn Sie dann nach Einzug in so einen Raum Papier einstellen, dann dürfen Sie sich auch nicht darüber wundern, wenn dieses Papier müffelt oder sogar von Schädlingen oder Schimmel befallen wird.
Und gleiches gilt für Leder oder Stoffe. Das heißt, das Einzige, was Sie da eigentlich lagern können in einem Keller eines Neubaus ohne lüftungstechnische Maßnahmen, sind feuchte, unempfindliche Stoffe. Konservendosen zum Beispiel. Und jetzt überlegen Sie mal, was Sie alles in den Kellerraum stellen möchten. Und dann werden Sie feststellen, ich habe eigentlich immer auch Lagergüter, die feuchteempfindlich sind. Papiere, Stoffe als Beispiel. Oder auch andere Lebensmittel, die feuchtempfindlich sind vielleicht. Das heißt, Sie sollten eigentlich immer Ihren Bauherrn, wenn Sie später tätig sind als Planerin oder Planer, immer darüber auch wirklich informieren, dass Sie sagen, es gibt Baurestfeuchte. Und in den ersten 1, 2 Jahren ist diese Baurestfeuchte auch in diesen Räumen noch vorhanden. Weil wo soll sie hin denn sonst? Außen ist erdreich, außen haben sie eine Abdichtung. Wo soll die Feuchtigkeit anders hin als ins Luftvolumen und von da irgendwo hin? Das heißt, zumindest in den ersten Jahren sollten Sie dem Bauherrn ganz klar sagen, darfst du keine feuchteempfindlichen Stoffe in deinem Neubaukeller lagern. Wenn er es dann doch macht, dann sind Sie dafür nicht haftbar zu machen. Wenn Sie Ihren Bauherrn nicht darauf hinweisen und er lagert trotzdem Papiere, die dann gammelig werden, dann haben Sie nicht genug aufgeklärt und Sie sind durchaus damit im Boot, wenn es an die Schadensbeseitigung geht. Insofern sollten Sie auf den Punkt zumindest hinweisen. Das würde ich immer machen. Diese Voruntersuchung, die sollten Sie auch immer machen. Also Sie sollten immer schauen, haben Sie Radonbelastung im Erdreich und das sollen Sie auch für Ihr Projekt machen. Das, was Sie nicht tun müssen für Ihr Bauprojekt, ist, Sie müssen nicht diesen Ablaufplan Radon wirklich durchführen. Der ist letzten Endes auch jetzt nicht so besonders aufwendig. Geht dann über die Nutzungsdauer letzten Endes auch hinaus. Radon ist jetzt nicht weiter schlimm, wenn Sie es nicht einatmen in zu großen Mengen. Da spielt dann zum Beispiel die Dosis eine Rolle. Und die Dosis bestimmt sich über die Aufenthaltsdauer. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Die letzte Zeile unten wäre ein praktisch ungenutzter Kellerraum, also ein reiner Lagerraum. Dann halten Sie sich da 1 bis 10 Minuten pro Tag drin auf. Das wären pro Jahr 6 bis 60 Stunden. Das ist relativ gering. Wenn Sie jetzt einen Wohnraum haben im Kellergeschoss, dann halten Sie sich natürlich deutlich länger darin auf und müssen dann entsprechend auch die Dosis gering halten und entsprechend genug frische Luft in Ihren Raum einbringen. Also das müssen Sie nicht tun, Sie müssen aber bewerten. Deswegen mache ich das mal, markiere ich das mal. Also diese Untersuchung, Radon, das sollten Sie für Ihren Bauplatz tun. Das ist relativ schnell rauszufinden, ob da eine Radonbelastung durch oder vorliegt. Und dann muss der Bauherr eine entsprechende Dimensionierung für diese Radonbelastung durchführen. Und das ist keine Grundleistung, also das müssen Sie nicht ohne Geld machen, sondern das ist eine besondere Leistung, die der Bauherr zu beauftragen hat. Als Bauphysikerin und Bauphysiker müssen Sie nur darauf hinweisen, dass der Bauherr das zu tun hat. Wenn er dann keinen beauftragt, dann macht er erstens verstößt er gegen das Strahlenschutzgesetz und zweitens können Sie dann auch nichts dran ändern. Das heißt, Sie sollten darauf hinweisen, Sie sollten untersuchen, mindestens sollten Sie hinschreiben, wenn zum Beispiel keine Karte vorliegt für Ihr Gebiet, sollten Sie hinschreiben, ob eine Radonbelastung vorliegt, muss durchgeführt werden. Ja, muss vorher durchgeführt werden, um dann lüftungstechnische Maßnahmen festlegen zu können. Das ist dann in einem Bauvorhaben in der Regel der Baugrundgutachter, ja, den Sie haben oder nicht. Aber das ist dann auch wieder Sache des Bauherrn und Sache des Tragwerksplaners, des Statikers. Ob man ohne Baugrundgutachter auskommen möchte oder ob man ein Bodengutachten erstellen lässt. Und dann kann man im Bodengutachten auch direkt erfragen, liegt eine Radonbelastung vor oder nicht. Das ist also kein Riesending. Also das nur als Hinweis, wenn Sie jetzt, da müssten wir dann in Ihr Projekt reinschauen, was Sie da im Kellergeschoss vorhaben. Wenn Sie zum Beispiel sagen, okay, ich mache jetzt ins Keller, mache ich so eine kleine Fitness- und Wellness-Oase rein. Also ein paar, weiß ich nicht, Hanteln und eine Sauna mit einer Duschmöglichkeit. Dann haben Sie schon mal ganz klassischen Abluftraum, ja, wo Sie Luft absaugen. Und das wären dann diese 60 Kubik pro Stunde.
bedarfssteuert oder bedarfsabhängig. Und wenn Sie dann wieder sagen, okay, die anderen Kellerräume sind Lagerräume und verteilen dann die 60 Kubikmeter auf diese Räume, dann haben Sie schon ein Lüftungskonzept und das wird auf jeden Fall reichen. Ja, wenn Sie dann sagen, ich habe noch 3 Kellerräume übrig, dann muss dann pro Kellerraum 20 Kubik pro Stunde in der bedarfsabhängigen Stufe auch reinströmen, nachströmen können. Dann hätten Sie das Kellergeschoss auch wieder ausbalanciert. So, das ist zu Kellerräumen erstmal zu sagen. Haben Sie da, Herr Morbe, ja? Wird die Radonbelastung beim Neubaugebiet von vorhinein schon gemessen oder kann man das nicht sagen? Weil zum Beispiel bei uns wurde vor 2, 3 Jahren ein Neubaugebiet erschlossen und da wurde halt direkt gesagt, weil das relativ nah an dem Apollinarsbrunnen lag, dass da CO2, also Kohlensäure und so, besteht und dass gesagt wurde, ja, wenn man einen Keller braucht, muss man halt so eine Kunststoffschale oder das richtig dann dementsprechend abdichten, wenn man da sowas bauen möchte. Ja, ich kann jetzt nicht für alle Neubaugebiete sprechen. Ich hätte jetzt zumindest mal nachgefragt in Ihrem Beispiel, ob Radonbelastung ausgeschlossen werden kann. Das sind in der Regel zwei getrennte Sachen. Also diese gasdichte Bauweise, ja, dass kein CO2 eindringt, das hat verschiedene Gründe. Hat auch damit zu tun, dass natürlich das Grundwasser in der Region auch entsprechend anderen pH-Gehalt hat oder pH-Wert hat. Das heißt, da haben Sie durchaus auch eine Schädigung des Stahls im Beton vielleicht, den Sie verhindern wollen oder die Sie verhindern wollen. Gleichzeitig nicht eine hohe CO2-Konzentration in den Wohnräumen. Die möchten Sie verhindern, also in den Räumen im Kellergeschoss. Ein ähnliches Konzept kann ich zwar auch mit Radon machen, also da geht es nur um die Gesundheitsschädigung dieser Gase. Gleichzeitig muss ich aber auch auf das Thema Feuchte gucken, ne? Also das ist wieder eine andere Sichtweise sozusagen. Wenn Sie jetzt im Radon- oder CO2-Gebiet bauen und das Ganze gasdicht machen, sind die Gesetze erstmal in Ordnung, ja? Denen ist Genüge getan, aber Sie haben damit noch nicht genug Feuchtigkeit abtransportiert aus Ihrem Baustruktur. Also es sind zwei Themen. Ich würde nochmal nachfragen. Also wenn sozusagen Neubaugebiet schon mal in der Richtung ausgewiesen wird, oft gibt es dann auch für so Neubaugebiete ein Bodengutachten, was dann auch Tragfähigkeiten zum Beispiel ausweist. Wenn da jetzt nichts drinsteht zu Radon, dann würde ich beim Bodengutachter einfach mal anrufen und fragen, wie sieht denn das mit der Radonbelastung aus? Ja. Sehr Okay. häufig erhält man dann einfach eine Antwort, weil das ist ja jetzt auch kein Riesending. Die haben nur Zugriff auf mehr Kartenmaterial. Ja, das, was Sie jetzt im Bauprojekt nicht haben, haben die dann in der echten Welt sozusagen, die Bodengutachter. Insofern würde ich dann ganz praktisch erstmal anrufen und fragen, wie sieht denn das aus mit Radon? Gibt es da was oder gibt es da nichts? Wobei die Anforderungen jetzt auch nicht höher sein werden als diese gasdichte Bauweise infolge CO2. Alles klar. Gut, weitere Fragen? Scheint erstmal nicht so zu sein. Dann ist das erstmal das, was wir Ihnen mit auf den Weg geben wollen, für das Lüftungskonzept Ihres Gebäudes. Das heißt, Sie gehen ähnlich vor, Sie überprüfen die Luftdichtheit oder überprüfen, ob lüftungstechnische Maßnahmen überhaupt erforderlich sind. Dann führen Sie aber auch auf jeden Fall dieses Lüftungskonzept durch, definieren die Zu- und Abluftbereiche, die Volumenströme und so weiter. Und wir werden dann im nächsten Kapitel, wenn wir über die Energiebilanz sprechen, dann werden wir uns anschauen, das mache das für mein Gebäude, Sie dann für Ihres, wie wir diese 170 Kubikmeter, die ich jetzt für mein Gebäude, für den oberirdischen Teil raus habe, wie bringe ich die ein, wie kann ich die rausschaufeln? Das hängt nämlich in der Regel dann auch mit energetischen Abwägungen zusammen. Ich kann da, wie gesagt, mehr Geld investieren in eine Zu- und Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung. Gucken wir uns an, ob das wirtschaftlich ist oder nicht. Wir gucken uns an, welche Lüftungssysteme, wie groß die sind, die solche Luftmengen transportieren können. Wir gucken uns an, was die kosten. Und wir gucken uns auch einfache Systeme an, die jetzt keine Zu- und Abluftanlage sind, sondern eine Abluftanlage. Also die Luft muss ich irgendwie
motivieren, rauszugehen? Und wie kann ich dann sozusagen die freie Nachströmung auch wieder realisieren? Wie sehen die Komponenten aus? Das werden wir alles im Abschnitt E machen. Fürs Lüftungskonzept ist das erstmal schon für ein Wohngebäude, für später, für das echte Leben als Bauphysiker auch schon mehr, als sie standardmäßig machen. Insofern reicht uns das auch im ersten Semester aus. Was Sie immer machen sollten später, ist überprüfen, ob lüftungstechnische Maßnahmen erforderlich sind. Und wenn lüftungstechnische Maßnahmen erforderlich sind, müssen Sie den Bauherrn darauf hinweisen. Sie haben keine Pflicht, das Lüftungskonzept, was wir jetzt heute gemacht haben, unentgeltlich durchzuführen für den Bauherrn. Das ist dann wieder Frage an den Bauherrn. Beauftragst du das oder sagst du, ist mir doch egal, ich mache die Fenster auf und zu und wenn es schimmelt, dann schimmelt es halt. Das kann der Bauherr zwar entscheiden, streng genommen widerspricht es ein bisschen der Landesbauordnung, aber da streiten sich die Gemüter und richtig kontrolliert wird das auch nicht. Aber Ihnen kann das dann erstmal als Bauphysiker egal sein, was der Bauherr mit dieser Erkenntnis macht. Wenn der Bauherr Sie für ein Lüftungskonzept beauftragt, dann ist es das, was wir heute gemacht haben. Ja, aufteilen der Zu- und Abluft, Volumenströme ausbalancieren, damit dann wiederum der nächste Mensch im Planungsprozess, und das wäre der Heizung, Sanitär, Lüftungsinstallateur, weiß, in welche Räume muss er was, welche Luftmengen einbringen, in welche Räume muss er welche Luft absaugen, welches Zentralelement braucht er dann. Mehr müssen Sie nicht tun. Sie müssen jetzt nicht die einzelnen Komponenten dimensionieren, sondern das ist ausreichend, damit dann der nächste Planer damit weiterarbeiten kann. Das ist dann auch Ihr Job fürs Projekt, das entsprechend zu ermitteln, entweder händisch, und Sie sehen, das ist jetzt nicht besonders weltbewegend, was wir hier gemacht haben, oder mit der Software, mit Dämmwerk zum Beispiel, können Sie das entsprechend auch machen. Da gehen wir aber nochmal drauf ein, wenn wir im Kapitel E und F dann auch mit der Software arbeiten. Als letzter Hinweis noch vor der Pause, die Software Dämmwerk, die können Sie sich gerne schon mal beschaffen beim Hersteller. Dämmwerk heißt, das heißt die Software, Kern ist der Hersteller. Wenn Sie das einfach bei Google eingeben, können Sie sich die Software runterladen, müssen dann noch beim Hersteller eine Lizenz erfragen. Als Student kostet das auch nichts. Und Sie finden dann auch zahlreiche Erklärvideos in unserem Kurs, wie das Programm funktioniert. Das können Sie schon mal tun. Und nach der Pause würde ich einerseits anbieten, dass Sie nochmal Fragen zum Projekt generell gerne stellen können, bezogen aufs erste Testat zum Beispiel. David, bist du da? Der Name steht da, aber vielleicht sitzt er gerade nicht am Platz. Das klären wir gleich noch. Dann können wir vielleicht über den Ablauf des Testats schon mal sprechen. Und ansonsten gucken wir schon mal, werfen wir einen Blick nach vorne für die, die dann noch da sind, und gucken schon mal rein in die energetische Bilanzierung. Wir ziehen schon mal so ein erstes Zwischenfazit, wo wir stehen und was noch kommt. Gucken uns das noch mal an und dann werden wir wahrscheinlich ein bisschen früher Schluss machen heute. Gut, dann würde ich sagen, machen wir erstmal Pause, Viertelstündchen. Und sehen uns und hören uns gleich wieder. Bis dann. Tschüss. Oder bis gleich.